So, willkommen zurück in der Eissporthalle Kassel. Wie schon angekündigt, haben wir auch heute wieder einen Pausentalk-Gast. Neben mir darf ich begrüßen unseren Geschäftsführer, Co-Geschäftsführer Paul Sinizin. Paul, ich grüße dich. Moin. Willkommen bei uns. Schön, dass du auch mal hier heute da bist, dass wir mit dir sprechen können. Gerne. Es ist der Wahnsinn, was in den letzten 2 Jahren hier passiert ist in der Eissporthalle Kassel. Das hast du ja mit Joe ganz intensiv vorangebracht, besonders wirklich in den letzten 2 Jahren. Da schon mal wirklich einen herzlichen Dank auch von den Fans an dich und auch an Joe. Ja, berichte doch mal kurz, wie war der Sommer, was steht noch an in der Eissporthalle an Maßnahmen? Meinst du diesen Sommer oder den letzten? Der vergangene Sommer und was steht noch alles an? Ja, das war schon brutal kurz. Also die Sommer waren sehr, sehr kurz, war sehr, sehr viel und wir haben natürlich letzten Sommer hier im Vollsprint angefangen und diesen Sommer natürlich mit den ganzen Jungs, alle, die drumherum mitgearbeitet haben, die ganzen Firmen natürlich, dann ist einfach weitergemacht. Wir haben noch viele, viele Baustellen, die offen sind, die wir leider nicht geschafft haben. Natürlich kennt man diese politische Situation, da kriegst du das eine oder das andere nicht, irgendein Material, was man braucht, aber wir sind, denke ich mal, auf einem guten Weg. Also das klappt schon. Es wurde ja vor der Saison auch ein neues Bezahlsystem angekündigt für die Kioske hier in der Eissporthalle. Es hieß dann, irgendwann Anfang Oktober sollte es da sein. Jetzt haben wir Mitte Oktober. Kannst du vielleicht noch einen kurzen Zwischenstand geben, wie es damit aussieht? Ja, pass auf die Frage war ich vorbereitet. Ah, stark, der ohne Mann. Dass ich wusste, dass sie kommt. Der ist gut, der Mann. Das hier, gell? Warte, pass auf, ich halte es mal da rein. Das ist jetzt hier endlich mal heute angekommen. Ne? Wie alles, irgendwie der Stadiondeckel als solches, angekündigt für Anfang Oktober. Heute kam die Lieferung. Tatsächlich, die Programmierung ist alles fertig, aber diese Plastikkärtchen waren einfach nicht lieferbar. Ne? Und eine Woche und dann geht's los. Denk mal, zum nächsten Sonntag, zum Heimspiel, können wir die rausgeben, wie versprochen, an die Fans. Dann geht hoffentlich, dass an den Kiosken alles noch ein bisschen schneller mit Bestellungen bezahlen. Das ist ja das Ziel dahinter. Das ist das ganz klare Ziel. Ich meine, dafür haben wir jetzt ja die ganzen Kioskbereiche eigentlich jetzt umgebaut in der ganzen Halle, sind natürlich noch nicht komplett fertig, aber das ist eigentlich genau das Ziel, halt einfach so an den Kiosken eben genau in diesen 15 Minuten, die man halt zwischen den Spielzeiten halt eben einfach hat, den Leuten schnell gerecht zu werden. Ja, wunderbar. Also erstmal nochmal wirklich Respekt, was hier in den letzten 2 Jahren entstanden ist in der Eissporthalle Kassel. Riesenlob an euch beide, jetzt mal an Joe und an dich. Wir müssen aber nochmal so 1-2 Themen auch ansprechen, die vielleicht nicht so schön sind. Das sind die besten. Ja, das sind vielleicht auch wirklich die interessantesten. Es ist ja ein bundesweiter Trend bemerkbar bei der Veranstaltungsbranche im Sport. Die Zuschauerzahlen durch Corona, also wir sind ja nach wie vor immer noch nicht raus aus Corona, die Verunsicherung ist noch da bei den Menschen verständlich und die Inflationsrate, der Krieg, die steigenden Energiekosten, was die Menschen beschäftigt. Die Stadien, die Hallen sind nicht so voll wie vor Corona-Niveau. Was macht ihr euch da in der Geschäftsführung für Gedanken? Wie könnt ihr die Halle ja auch jetzt hier in Kassel ein Stück weit wieder voller bekommen? Mit welchen Angeboten habt ihr da? Welche Pläne? Kann man da überhaupt als Geschäftsführung dagegen arbeiten oder kann man nur hoffen, dass die Zeiten wieder besser werden? Naja, ich sag mal, derjenige, der einfach nur hofft und die Arme in den Schoß legt oder so, der ist ein bisschen verloren. Ne? Also das ist natürlich Schmarrn. Also ich meine, das ist klar, die ganzen Sachen, die sind halt alle komplett verständlich. Ne? Also ich sag mal, jeder, der irgendwie Kinder hat, der jetzt irgendwie natürlich einfach diese Sorge hat, wie hoch wird meine Nachzahlung sein, Weihnachten, mit allem drum und dran ist. Man muss ehrlich so sagen, irgendwie so sehr wir alle Eishockey lieben, es gibt halt einfach echt wichtigere Dinge als Eishockey. Ne? Also das ist halt einfach so. Und aber natürlich versuchen wir hier in der Halle einen guten Job zu machen, dass die Leute sagen, okay, komm her, ich gehe halt mal lieber zum Eishockey, als vielleicht mal, keine Ahnung, irgendwo anders hin oder wie auch immer, ne, jetzt mal ohne andere Sportarten abzuwerten. Das Thema ist halt eigentlich, das würde jetzt eigentlich den Rahmen jetzt ein bisschen sprengen, also wir müssen eigentlich eher die Arbeitgeber in dieser Stadt dazu animieren, ihren Mitarbeitern die Tickets zur Verfügung zu stellen, also über Benefit-Möglichkeiten als solches, jeder hat so ein bisschen, bin selber Unternehmer neben der ganzen Eishallengeschichte und ganzen Huskies-Geschichten irgendwie. Wir haben auch über 200 Mitarbeiter bei uns in der Firma, bei der Bike Leasing. Wir müssen auch unsere Mitarbeiter bei Laune halten. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Weg, auch generell für die Zukunft, wie man es schafft, einfach Stadien wieder voll zu bekommen, indem man halt einfach die Arbeitgeber motiviert dazu, dass die ihren Mitarbeiter, die jeden Tag einen super Job machen, einfach im Prinzip einfach solche Tools zur Verfügung stellen, die sagen, hey Mensch, ich lade jetzt mal irgendwie 100 Leute halt mal ein. Wir haben heute irgendwie einen Kindergarten, ich darf gar keine hören, eine Grundschule, das ist mein Patenkind tatsächlich. Ne? Die sind irgendwie mit 28 Kindern da und ich glaube, da sitzen irgendwie auch noch 40 Eltern da, die natürlich bezahlt haben, aber die Kinder haben eingeladen.
über solche Maßnahmen muss man halt einfach machen, über die sozialen Zwecke. Ich denke mal, so funktioniert es. Ja, also aus Sicht der Kasselhaskis kann ich natürlich hoffen, dass das dann im Laufe der Saison, wenn vielleicht auch der sportliche Erfolg weiterhin so da ist, dass dann die Leute wieder mehr auch in die Eissporthalle kommen. Es ist einfach eine schwierige Zeit aktuell, aber ist ja nicht nur im Sport so, das merkt ja die Veranstaltungsbranche auf den Konzerten, in den Theatern ist das ja ähnlich so. Eine Frage noch, es gab vor der Saison, als die Ticketpreise veröffentlicht wurde, gab es so auch Kritik, dass manche Preise deutlich höher gewesen sind oder höher gemacht werden mussten. Absolut. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Begründungen dafür nennen, warum ihr manche Blöcke oder die Sitzpreise, die Sitzplatzpreise im Allgemeinen ein bisschen anheben musstet? Naja, also natürlich haben wir gewisse Sitzplatzpreise hier angehoben. Wir haben natürlich hier auch sehr, sehr viel in der Halle halt auch gemacht. Das war natürlich ein Teil des ganzen Themas. Auf der anderen Seite war uns aber auch schon klar, als die ganze politische Situation, wie die sich angefangen hat zu entwickeln mit den ganzen Sanktionen und so weiter und so fort, alles, war uns klar, dass uns auf jeden Fall nicht unbedingt die einfachsten Energiezeiten erreichen werden. Also das war schon klar. Also und das war halt auch absehbar. Normalerweise müssten wir rein theoretisch, wenn man jetzt einfach so ein Umlageverfahren jetzt irgendwie verfolgen würde, von dem, was jetzt die Energiekosten zuvor halt waren, irgendwie die haben sich verdreifacht. Also ich sag mal, so ein Betrieb, so eine Eishalle kostet jetzt knapp an die Million. Ne? Also was jetzt die reinen Energiekosten, wenn man so neue Tarifverträge sich einfach mal anschaut, ne? Natürlich arbeitet die Politik dagegen. Und klar, ist natürlich jeder ein bisschen verärgert irgendwo, wenn man da irgendwie 20, 30, 40 Euro mehr für die Dauerkarte bezahlen muss oder ein paar Euro mehr für den Sitzplatz. Ich verstehe das, also das ist vollkommen verständlich als solches. Ne? Aber auf der anderen Seite müssen wir halt natürlich hier zusehen, dass wir die Kassel-Huskies halt einfach so hinbekommen, dass die von alleine funktionieren, ohne irgendwelche Investoren. Also die Leute können, müssen es nicht annehmen, aber das wäre natürlich der Wunsch, dass die halt hier einen kleinen Teil mit dazu beitragen, zu dem, was wir hier die letzten zwei Jahre gemacht haben. Trotz der gestiegenen Energiekosten gab es ja in Kassel dieses Jahr im Sommer so früh Eis wie gefühlt wahrscheinlich noch nie. Genau. Es gab aber auch einen guten Grund dafür, das Hometown Hero Spiel, an dem du ja selber teilgenommen hast. Musste. Derek hat mich verpflichtet. Du hast ja mit massiv vielen Legenden auf dem Eis gestanden. Genau. Wie hast du das denn wahrgenommen, mit so einem Patrick Reimer, mit so einem Moritz Müller auf dem Eis zu stehen? Tatsächlich vergisst man sowas in der Kabine, wer neben einem sitzt. Also man spielt da natürlich halt irgendwie zusammen, man zieht sich in der Kabine vorher um und ich meine, natürlich sind das einfach Jungs, ob es jetzt der Derek ist, ob es der Patrick Reimer ist oder wer auch immer, wer da jetzt alles mit auf dem Eis war, ne? Das sind natürlich Jungs, die das sind Legenden auf dem Eis, muss man einfach so sagen. Ähnlich wie der Michi, der Manu mit allem drum und dran. Aber das Geniale dabei ist eigentlich beim Eishockey, wenn du in der Kabine bist, ist jeder gleich. Unter der Dusche sieht jeder gleich aus, der eine etwas besser, der andere etwas weniger. Ne? Aber unterm Strich hinweg sitzt man danach genauso zusammen und trinkt ein Bier und da drückt man sich die Sprüche an den Kopf. Ist egal, wer wie viele DL-Spiele gemacht hat oder wie viele Hessenliga-Spiele. Also das spielt keine Rolle. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, an dem Abend wurde sehr gut gefeiert und da war das wirklich egal, wo derjenige herkam, wer das war. Man hatte einen in dem Zelt, danach einen Riesenspaß miteinander. Ja, und nicht nur einem Zelt, ne? Ja. Also auch einem. Es war eine unvergessliche Nacht für alle Beteiligten, glaube ich. Letzte Woche hatten wir den Jan Bönning, den Coach der U20 von der EJK hier. Ich hatte ihn zum Schluss gefragt, wenn der Jan Bönning eine Fee begegnen würde und hätte drei Wünsche frei, was würde er sich wünschen? Sein Wunsch war eine dritte Eisfläche. Nehme ich. Ja, klär uns doch erstmal auf, wie ist denn der aktuelle Stand vielleicht in der zweiten Eisfläche? Ich bitte aber um eine kurze Antwort, weil die Zeit schon wieder ein bisschen dringend ist. Ja, also die Stadt ist natürlich dran am Arbeiten, wir sind dran am Arbeiten. Das Konzept in Giesewiesen ist natürlich momentan ein bisschen ins Stocken geraten und wir sind aber dran. Es wird eine zweite Eisfläche in Kassel geben. Das klingt doch schon mal gut, liebe Zuschauer zu Hause. Drücken wir die Daumen, dass es soweit ist. Ganz kurz noch, in zwei Minuten geht's weiter. Wie zufrieden bist du mit dem ersten Drittel? Wie zufrieden bist du mit der Mannschaft? Mit der Mannschaft grundsätzlich generell zufrieden. Mit dem ersten Drittel ist zwar so zu erwarten, dass es natürlich ein schwieriges Spiel wird. Aber ansonsten schauen wir, was die anderen zwei Drittel für uns bereithalten. Ja, wunderbar, Paul. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder mit dem Pausentalk. Ich bedanke mich bei Paul Sinizin, Geschäftsführer der Kassel Huskies, für das heutige Gespräch. 1:30 noch, dann sind die Mannschaften wieder auf dem Eis und Stefan Gerold und Tim Schaumburg kommentieren wieder für Sie live das zweite Drittel. Viel Spaß. Vielen Dank.